Willkommen zurück zu World of Warcraft. Beim letzten Mal sind wir hier hängen geblieben bei so einer komischen Insel, wo wir irgendwie rauf müssen. Was irgendwie nicht so ganz funktioniert hat, weil ich nicht weiß, wie ich da hinkomme. Gut, ich versuche jetzt hier einfach nochmal auf diese kleine Insel hier raufzukommen. Falls es klappt, was ich jetzt derzeit nicht so ganz hinkriege. Kein Pfad verfügbar, aber klar. Immer noch nicht. Saftladen. Nee, ich hab keine Ahnung. Ich sehe jetzt hier auch nicht irgendwie einen Haken oder sowas, mit dem man hier etwas machen könnte. In der Richtung. Ach, da oben ist ein Haken. Ah, okay. Und dann versuchen wir es nochmal über diesen Haken da irgendwie mal was zu machen und irgendwie rüberzukommen. Damit wir hier die Quest lösen können. Zack. Und oh, sehr schön. So, vielleicht kommen wir von hier aus dann gleich noch ein Stückchen weiter. Wenn diese Küstenfelskiefer jetzt hier nicht wären, dann täte mich das freuen, Tutentu. Aber mal gucken. Das wird schon. Das wird super. Das wird ganz toll. So, weg mit euch. Wieso, da wäre nämlich noch so ein Haken. Frage ist, ist jetzt irgendwo auf dieser großen Insel, wo ich eigentlich hin will, auch ein Haken? Ja, ist es. Okay. Wir sind schon mal ein Stückchen weiter für unsere kleine Quest hier. Nebenbei hat sich mir gerade offenbart, dass wir hier wieder eine Legionsinvasion haben. Da würde ich mich auf jeden Fall gerne halt um die Dinger kümmern, wo wir hier ein bisschen Items abgreifen können. Oder könnten. Ja, das wäre eigentlich ganz knorke. So, und wo ist jetzt hier meine Zielperson, die ich umhauen soll? Mal gucken, was ist denn das da? Truhe mit wertvollen Raubgut des Sechszünders. Das klingt ja schon ordentlich. Ich glaube, da muss ich hin. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich irgendwas hab, dann jede Menge von. Keine Ahnung. Ist toll. So. Hauen wir die hier mal eben schnell um. Sind jetzt nicht so die Mega-Bedrohung, aber hey. Ja, was weg muss, muss weg. Und dann mal gucken. So. Okay, so. Ich meine, da müssen wir jetzt den Schlüssel herbringen, den wir jetzt holen von dem Schredder-Kollegen da hinten, ja? Schnacki Sechszünder. Klingt ja auch schon super. Vielleicht vernichten wir einfach mal den Golem hier. Ob das jetzt Sinn macht, ist so eine andere Geschichte. Aber mal gucken. Wenn wir es umhauen können, umso besser. Wenn das Verteidigen wäre nicht wäre. Oh, der hält ja zum Glück ja nur 10 Millionen aus. Oh, das geht schon. Das geht schon. Na, muss ich den gar nicht umhauen. Ist mir dann aber auch egal. Wenn er weg ist, ist er weg. Und ärgert mich dann nicht mehr. Und dann kann ich mich immer noch um den Schredder-Kollegen da unten kümmern. Wenn ich mich nur nicht die ganze Zeit hier bewegen müsste. Ist ja nicht Diablo, wo ich so agil wäre. Ist ja noch so ein bisschen anders. Aber hey. Wir kriegen das schon hin. Hoffe ich. Glaube ich. Bilde ich mir ein. Ich habe keine Ahnung. Springt auf den Boden. Ja, nee, sehe ich nicht ein. Ich bin Tank. Muss nicht auf den Boden springen. So, er ist auch gleich weg. Zum Glück. So. Okay, der ist weg. Der hat nichts weiter gedroppt. Dann kümmern wir uns jetzt hier um den Schredder. Vorausgesetzt, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Bisher eigentlich schon. Bisschen Feuer unter Meter machen. Ja, geht schon. Es gibt Schlimmeres. Wesentlich Schlimmeres. Ach, ich springe doch nicht um Zeppelin. Hallo, ich bin Tank. Ich springe doch nicht um Zeppelin. Wo kommen wir denn da hin? Ich bin WoW-Spieler. Der Gegner sagt mir, was er macht. Und das Spiel sagt mir sogar, was ich tun sollte. Ach, scheiß drauf. Ich bin WoW-Spieler.
einfach ignorieren. Ja, es gibt so eine schöne Ignoliste, die ist nicht nur für Spieler, sondern halt auch für Spielmechaniken geeignet. Hin und wieder. Ist ja so, ne? Meistens im LFR dann. Alle Leute wissen genau, was sie tun müssen. Und sie machen es trotzdem nicht. Warum? Weil sie faul sind. Ist ja manchmal so. Und dann wundern sie sich, wenn manchmal eine LFR-Gruppe einfach mal wiped. Ist so. So, damit haben wir jetzt die Schlüssel. Die Schlüssel vor allem. Und kriegen jetzt endlich die Kiste, die wir eigentlich beim letzten Mal noch öffnen wollten. Ja, ja. So, einmal hier die Kiste öffnen. Und wir kriegen gute Hosen. Wir nehmen auch die guten Hosen. Wenn ich zahlen will, muss fühlen. Ja, okay. Ja, gut. So, hier nochmal 598 Millionen Artefakt macht. Meinetwegen, was ist hier? Ach du Scheiße. Ein Finger, der ist ordentlich. Nehmen wir. Und sonst hier ein bisschen Schrott zum Verkaufen. Oh, würziger Rippchenbraten. Oh, toll. Schön. So, die Frage ist, wer wohnt denn jetzt hier in dem Haus? Ach, da ist gar keiner im Haus. Das ist davor. Okay. Wie komme ich denn von hier aus jetzt wieder zurück? Nur mal so doof gefragt. Muss ich jetzt wieder schwimmen? Rili? Ich meine, Rili? Ich glaube ja. Na gut. Ihr schon wieder? Ich schon wieder. Oh, da war ein Schatz. Nein. Okay, da ist mir der Schatz jetzt auf Humpe. Alter, der Gegner folgt mir hier. Ich glaube, es hackt. Das geht ja mal gar nicht. Da wäre ein Schatz gewesen, ja. So, jetzt wollen wir aber irgendwie hier hin und irgendwie dahin. Ich weiß nicht, was jetzt dafür jetzt so der schnellste Weg wäre. Also sonst haben wir ja so in Sturmheim zumindest außerhalb der Instanzen die ganzen Quests erledigt. Das freut mich auch schon mal. Ist das hier unten? Achso, das ist hier Artefaktmacht. Okay. Ich habe jetzt hier keinen Flugpunkt in der Nähe, ne? Ja gut, ich müsste hier hoch. Ich glaube, hierhin gibt es keinen Flugpunkt. Ach, mal gucken, das wird schon irgendwie, hoffe ich, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Kennst du das, wenn man keine Ahnung hat? Das ist bei mir ein Dauerzustand. Hier ist noch irgendwo ein Erzeug da oben. Ja gut, das hole ich mir jetzt nicht. Wir wollen es aber nicht übertreiben, ne? Ich finde auch gut, ich hatte ja letztes Mal so ein bisschen so erwähnt, so, ja, ne? Wie ist denn so die allgemeine Erwartungshaltung bei den Leuten halt, die hier das Let's Play gucken? Und weitestgehend war halt der O-Ton von den Leuten so, mach einfach weiter, wie du meinst. Muss jetzt nicht speziell halt jede Folge irgendwie was Besonderes sein. Halt jetzt hier, ne? Keine Ahnung. Hauptsache, es war Spaß. Und das, finde ich, ist eine gute Einstellung. Und eine, die ich versuche, mir zu bewahren. Ne? Es gab natürlich auch diejenigen, die halt gesagt haben, ja, mach einfach wieder was mit der anderen. Was ich ja irgendwie schon mal erwähnt hatte. Warum, wieso, weshalb, warum und so, ne? Und, ja. Ne? Ist, wie es ist. So. Jetzt bin ich hier. Ich könnte... Na gut, darüber fliegen macht keinen Sinn, weil ich jetzt nicht hier einen Flugpunkt habe. Habe ich da einen Flugpunkt? Aha. Alle Werte 5% erhöht, das ist eine Menge. Das ist kein... Dingens. Das ist aber ein schönes Reittier. Wo kann ich denn jetzt hier fliegen? Ich vergesse hier immer, wer hier mein Flugmeister ist. Hier, du. Hier. Ich bin ein Balachar. Wir können da rüberfliegen, das klingt gut. Da spare ich ein bisschen Zeit. Da holen wir uns da das Ding. Was dann eventuell ein Finger sein könnte. Ein ziemlich wertvoller Finger. Item-Level steigt und steigt und steigt ja auch. Ich
Schlag zu, jetzt! Ja, ist gerade tot. Muss ich ganz kurz warten, hier, bis er wieder belebt ist hier. Ich hoffe, der hat nicht ganz so viele Lebenspunkte, dass ich das auch hinkriege. Aber mal gucken. Erstmal muss er wiederbelebt werden und dann weitersehen. Ne? Tobender Sturmjäger? Siehst du auch so, ne? Finde ich gut. So, wo ist er denn jetzt? Wie lange mag das wohl dauern, bis er jetzt wiederbelebt wird? Ich hoffe nicht ganz so lang. Ich helfe hier mal. Ich bin mal sozial. Ich habe meine sozialen 5 Sekunden gehabt, so. Ein Ziel nähert sich. Schick diesen Abschaum zurück in den Nether. Aha. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. So. Ich kann das nicht angreifen. Haut ihn um, haut ihn um, haut ihn um. In der Hoffnung, ich krieg das auch hin. Und ich glaube, wenn ich das hier alleine mache, dann sehe ich da eher schwarz. Ich mach da Feuerring, ja. Wuppdidu. Da freue ich mich ja erst ab. Wenn im Feuerring alles ist, was er macht, dann ist es halt so wild. So. Klappe, schaffst du. Muss es mir einfach immer nur immer wieder einreden, vielleicht schaffe ich es dann wirklich. Ne? Ist ja auch immer so eine Sache. Einfach mal Sachen einreden. Wird schon hinhauen, irgendwie. Gut, Feuerball ist mir Wumpe. Kannst du mich durchcasten. Jetzt habe ich den Feuerring nicht mehr gekickt, weil ich eh schon auf Cooldown war. Duh. Es kann sich nur um Stunden handeln in dieser Kampf. Ich meine, eventuell kriegt er mich nicht tot. Wäre schön, wenn mir hier mal irgendwer zur Hand gehen würde. Aber nein. Ist gerade einfach niemand da. Ist okay. So. Weißt du, Allianz-Hexer. Da ist mal jemand, der einem hier hilft, ne? Nicht so wie nicht vorhandene Hortler hier. Ist doch wahr. Langsam wird aber das Leben doch deutlich weniger. Sowohl meins als auch seins. Das wollen wir ja nicht. Kasse doch auch hier, ne? Ewig und 3 Tage Feuerring. 7 Tage soll Schreschna. Ich stehe auch mittendrin, das ist immer toll. Ich liebe es. Aha, jetzt kommen plötzlich 500.000 Dinger an. Weißt du, jetzt, wo er eh halb tot ist. Boah. WoW-Spieler, ey, ehrlich. Aber hey, wir haben tatsächlich einen 855er Ring. Das ist für mich schon... Ja, da freue ich mir echt einen Ast ab. So. Auf zum nächsten Punkt. Der ist jetzt da hinten weiter. Aber nun gut, was muss, das muss. Krieg ich eigentlich was Besonderes, wenn ich hier, keine Ahnung, 4 Weltquests gemacht habe oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber diesen Legionsinvasionen, weiß gar nicht. Schon ein bisschen her, dass ich die das letzte Mal gemacht habe, ne? So ein bisschen. So. Also wollen wir mal da hinten hin. Ist das da, wo auch die Murlocs waren? Ich weiß es nicht.
düsen einfach mal frohen Mutes hin. Zack. Einfach mal als Ziel markieren, das wird dann schon. Hier einfach mal querbeet durchgehen, das wird dann auch schon. Das ist jetzt auch ein ganz schön tiefer Fall. Ah, geht. Geht noch. Da gibt es Schlimmeres. Ja, vielleicht nicht unbedingt durch das Allianzlager. Hat seine Vorteile, wenn man das nicht macht. Also die Überlebenschancen in den meisten Fällen immer ein bisschen größer. Ach komm, du bist 2 Meter gefallen. Vielleicht 3. Übertreiben sie mal nicht, ja? Herr von und zu untoter Krieger hier. So war. Ja, ja. So ist das. Nein, das scheint nicht da zu sein, wo die. Ah! Ah! Den habe ich auf einem anderen Account, auf meinem Hauptaccount. Da habe ich so mein Murky Dan von der Collector's Edition von. Dingens. Eine Invasion von Murlocs. Ja, das trifft das ziemlich gut. Ich muss näher ran. Böse Murlocs. Ganz böse Murlocs. Das ist zu weit entfernt. So. Einfach mal alles hier töten, was ich hier so finden kann. In der Hoffnung, mein Fortschritt steigt dadurch. Ja, das geht. Und dafür kriege ich dann noch so ein super duper Item hier. Handgelenk. Ich weiß gar nicht, was wir für ein Handgelenk derzeit haben. 875. Ja gut, das könnte tatsächlich nicht ganz so profitabel sein, aber hey. Ist wie es ist. So. Kann man ja auch mal machen, ne? Einfach mal so eine Legionsinvasion. Weil sonst sind wir ja hier questtechnisch weitestgehend durch, bis auf die Dungeon Quests. Die ich mich mal über Zeiten kümmern müsste. Ja, und da mal gucken, ne? So. Hier noch ein paar tolle Möchtegern-Dämonen hier. Oh, da liegt noch Schrott. Besudelter Kabeljau. Ja, meinen wir auch das. Ist auch Schrott. Passt sowieso ein Pangasius-Filet. Dreckigster Fisch, den man so haben kann. Sie haben immer noch nicht genug. Das ist ein Allianzler, den lassen wir mal so wie er ist. Das ist ein toller Typ. Ich bin außer Reichweite. Was ist denn da hinten? Kessel mit Teufelsbrot, aha. Ach, das gehört ja auch noch zum Questgebiet, okay. Das ist doch da, wo die Mörder gewesen sind, in einer nicht invasionierten Welt, sag ich mal. War es nicht. Okay, vielleicht ein bisschen. Du hast da Loot liegen lassen. Ja, das passiert schon mal. Kann ich jetzt? Kann ich? Ja, geht doch. Den geht nicht, gibt's nicht oder so ähnlich, ne? Zack. Alles hier pullen. Überall ein bisschen Schaden drauf. Wenn da jemand anderes drauf haut, dann kriege ich dafür vielleicht auch noch mal ein paar Prozente oder so. Bisschen wie beim Winterschlussverkauf, überall Prozente sammeln. Ich bin außer Reich. Je größer sie sind, desto besser oder so ähnlich, ne? Ich habe ein Ziel. Hierher.
ist eine kleine Kostprobe. Ja, ja. Du bist auch so eine Kostprobe. Ah, fertig. Oder nicht? Ne, den brauche ich noch. Verdammt. Den, den ich eigentlich schon mal vorhin getötet habe. Versehentlich. Jetzt haben wir. Titan geschmiedet. Es ist selbes Gegenstandslevel, ist aber wesentlich beschissener als das, was ich habe. Weil das andere ist unerschrocken Titan geschmiedet. Sicher so. Jetzt erst, dass halt auf Items im WoW inzwischen Lebensraub drauf ist. So was hat es früher nicht gegeben. Damals, ne? Also ja gut, hat es schon gegeben, aber eher selten. Also sehr selten. Meistens dann halt als Verzauberung auf ein Schwert oder so. Das ist so ein bisschen neu. So. Dann mal wieder weiter hier im Text. Wir könnten uns das Ding da drüben holen für die Artefaktmacht, auch wenn mir Artefaktmacht so an sich nicht mehr so viel bringt, zumindest mit der Waffe. Ja, aber ein bisschen was, ja komm, kann man mal machen. Machen wir nochmal schnell die Legion-Invasion hier zu Ende. Nein, das ist das Allianzdorf, verdammt. Ich dachte mir so, ja einfach tue ich schön, ja, Brain AFK, ja wird schon. Aber ganz ehrlich, wie komme ich da wieder rum? Ach, ihr habt sie doch nicht alle. Ich muss da doch irgendwie. Ach hier. Ich muss schon sagen, bin's blöd. Also mehr als sonst. Müsste schon was heißen. Aber nur gut. Warte, warte. Wir sind gleich beim Flugpunkt. Warte, warte. Warte, 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 warte. Ja, 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 ja. Ich hätte natürlich halt auch Dalaran Ruhestein nehmen können, in den Himmel springen können, wieder zurück nach Sturmheim, aber ja, nö. Nö. Habe ich da mehr Ladebildschirm, als ich dann hier geritten hätte. Ist ja so. So. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Da hoch. So. Dann wollen wir jetzt zu dem anderen Flugpunkt. Wo ist denn das? Da ist ein Flugpunkt, den habe ich noch nicht entdeckt. Das heißt, es könnte dort vielleicht unter Umständen vielleicht auch noch Quests geben, so grundsätzlich. Interessant. Interessant. Das heißt, wir fliegen jetzt einfach nur hier hin. Weiß dann gar nicht, wie ich hier hinkomme. Ich hab keine Ahnung. Wie kommt man denn da hin? Ja, das kann ja lustig werden. So. Ich hab keine Ahnung. Also außer halt mit Haken und Getöns. Man da irgendwie dann rüberkommt oder rumkommt oder ich weiß auch nicht. Für die Allianz. Ja, nee, jetzt gerade nicht so für die Allianz. Nicht, wenn ich einen Hortler spiele. So, sehe ich hier irgendwo irgendwelche Haken? Nein, da ist kein Haken an der Sache.
Ja, ich gehe ja schon, wenn das dein Platz ist. Entschuldigung, ich wollte dir nicht wegnehmen. So, und irgendwo hier nagen. Ja, das, dann habe ich mir jetzt hier einen tollen Punkt ausgesucht, oder? Shit. Ja. Okay, ja gut. Hast du schon gesagt, Es war wieder ein Klassiker, ne? Mammut springt einfach irgendwo runter und versucht sich irgendwo noch festzuhalten. Na gut, ja, ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal eine Aufnahmepause. Beziehungsweise, komm, dann machen wir jetzt die Legionsinvasion tatsächlich nicht zu Ende. Dann mache ich jetzt nochmal ganz kurz, Ruhestein Dalaran, von Dalaran aus in die Ordenshalle zumindest. Und in der Ordenshalle gucke ich mal, dass ich, hier, wie heißt es? Meine Anhänger mal wieder auf Missionen schicke. Die müssten ja auch schon wieder fertig sein mit ihren Krams. Und ja, dann mal gucken. Wenn dieser Ladebildschirm mal voll wäre. Das wäre toll. Also für diejenigen, die das jetzt nicht so interessiert, ne? Wir können schon abschalten. Ich sage schon, wenn sie zuschauen, was sie tun können. Es ist ja, wow, wir können schon abschalten. Hier gibt es nichts mehr Spannendes. Es ist einfach nur ab in die Ordenshalle und Missionen annehmen oder vergeben oder... Ja. Ist so, wie es ist, ne? So. Also haben wir die Dingens nicht vollständig vollendet, aber hey. Wären jetzt auch nicht mehr so die spannenden Dinger bei rumgekommen, leider. Weil außer halt Ordensressourcen und Bullshit war jetzt da nicht mehr so viel Tolles. Ist so. So. Dann gucken wir doch mal. Hier gibt's ganz viel tolles Zeug. Leider keinen extra Bonus. Das brauche ich gar nicht versuchen, weil wir noch nicht so viele Anhänger haben, die 760 sind. Weil ich halt mega awesome bin und überhaupt noch gar keine Anhänger habe, so großartig. Nee, nehmen wir lieber das andere hier. So. Und dann mal gucken. Das wird schon. So, hier neue Anhänger rekrutieren. Weil ich es kann. So. Okay. Da haben wir das. Hier können wir nochmal ganz kurz. Zack. Jo. Haben wir das. Ein bisschen Schrott verkaufen wäre vielleicht auch mal nicht verkehrt. Wir haben ja schon wieder so viel. Das ist der Wahnsinn. Auch hier die tollen Stulpen, die wir jetzt hatten, ja, die können ja auch weg, weil sie nicht ganz so toll sind, wie sie hätten sein. Oh, Artefakt macht. Da. Und wir könnten sogar nochmal Talentpunkt für unsere Artefaktwaffe investieren. Ist ja toll. So. Okay. Dann machen wir das noch wenigstens schnell und dann. Dann ist aber Zeit fürs Ausloggen hier. So, zack. Nächstes kostet mich 3,2. Ich weiß gar nicht, ne? Wie weit man da noch gehen soll. Aber das ist eine andere Geschichte. So, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von World of Warcraft. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis denn.